Muss ich mal kurz nachfragen, ob er noch mein altes hat? Weil er klingt noch so, als hätte er mein altes. Auf geht's, Buam! Und schmeiß Feier. Ja, also das ist, was ich weiß. Also Pokémon Z wurde noch nicht offiziell verkündet, aber das wird dann wahrscheinlich beim Super Bowl passieren. Oder halt Pokémon Go. Eins von beiden. Ich hoffe ja auf Pokémon Go, weil Pokémon Z interessiert erstmal weniger. Sehr gut, aber du hast auch noch keins von denen gespielt. Die sind an sich, jetzt wo ich sie gespielt habe, sind die gar nicht so scheiße. Ich fand die auch nie scheiße, sie haben mich nur nicht interessiert. Genauso wie bei Fallout, wo ich gesagt habe, Fallout ist wirklich ein Scheiß, heißt nicht, dass ich Fallout scheiße bin. Wir müssen endlich mal wieder einen Kampf machen, yo. Das gehört halt noch nicht oder allgemein nicht in mein Interessensgebiet. Haben wir eigentlich bei Pokémon Schwarz mal gekämpft? Nee, war. Nee. Oder? Also bei Schwarzen haben wir richtig viel gekämpft. Ah doch, klar, weil du hast doch hier dieses, wie hieß denn das noch? Dieses Vieh, das sich verwandelt. Ach, fuck. Was? Meinst du Scheimen? Dieses. Oh, Scheimen ist nee, das dieses Undichtvieh, was sich in das erste Pokémon deiner Gruppe quasi verwandelt quasi. Du hast nicht mal annähernd, was du von mir willst. Fuck, wie hieß denn das? Ich guck nach. Unlicht? Also Unlicht? Wenn ich Unlicht Pokémon benutze, dann ist es eigentlich auch immer nur Zufall. Moment. Unlicht? Ich weiß, Manaphy hab ich, ja, schon, aber Unlicht? Ich bin halt verwirrt. Google schneller. Zoroark. Ach, das Vieh, das kann das? Den hab ich nie gesehen. Ja. Ein Hydro-Starting. Doch, du hast diese Fähigkeit ja einmal absichtlich sogar benutzt. Aber siehst mal, wie lange es her ist, dass wir Schwarz gegeneinander gespielt haben. Ja, aber Schwarz ist ja auch schon eine Weile her. Ja, das war ja alles noch vor PG bestimmt. Ich fand Schwarz und Weiß ja gar nicht so kacke. Also ich fand sie jetzt auch nicht geil. Ich fand Schwarz und Weiß scheiße. Da fand, muss ich sagen, fand ich XY besser. Und ich habe mir auch die Remakes von der dritten gekauft. Die waren auch geil. Saphir und Rubin und Saphir Remakes von. Auch gekauft. Ja, wie heißen die Remakes? Na, Alpha Saphir. Ach, ja, und stimmt. Omega oh Gott. Ja, was kommen denn jetzt noch für Remakes? Was wollen sie denn jetzt noch remaken? Frage ich mich. Was können denn eigentlich nur die deutsche Poison? Ja, entweder das oder möglich ist, dass sie vielleicht ein Remake von der vierten machen, was ich aber Quatsch fände. Das ist sehr viel zu neu. Die vierte ist auf Platin, oder? Ja, ist ja schon die erste Generation. Ja, aber weißt du, wie lange das her ist? Ich meine, die Platin-Generation ist ja schon Ewigkeiten. Ja, aber da hat sich ja nicht viel getan. Guck dir mal die 3DS-Quali und die DS-Quali an. Da ist ja null Unterschied. Wir sollten mal alles remaken für Pokémon NX oder für ihre, für Nintendo NX, also die neue Konsole, beziehungsweise für die, wenn sie ihre Handys da rausbringen, alles Mobile Versions und so. Das ist ja auch auf Android vor allem. Also was ich gerne mal hätte, wären auch Remakes von den N64-Spielen und so. Ja, und von den GameCube-Spielen. Das war ja nur Stadium-Kram und so und Pokémon Snap und so eine Kacke. Das naja, Pokémon, es gab ja noch Pokémon XD. Ach so, was Scheiße, hat mich auch nicht interessiert. Was war denn da noch? Irgendwas war noch, das war ganz geil. Ja, auch nur angespielt, aber es war cool. Also Mystery Dungeon Scheiße können sich auch ganz gepflegt an den Hut stecken mit Ranger. Außer das eine Ranger, wo man Mana viel kriegt. Wo man das Ei kriegt. Ja, Pokémon Mystery Dungeon finde ich eigentlich ganz okay, da habe ich das für ein 3DS auch. Ich bin das Hardline. Das Buddy hatte das mal, ich habe mir das mal geliehen, hat so viel gespielt, oder? Nope. Und ich spiele bis heute immer Pokémon Gelb, also.
auf das Remake freue ich mich schon. Also das werde ich mir auch auf jeden Fall zulegen. Virtual Boy, Virtual Console, dann werden sowohl, also es wird auf jeden Fall eine vernünftige Version sein. Vielleicht jetzt kein richtiges Remake, aber zumindest das, was jetzt erstmal da auf den neuen 2DS kommt, das wird erstmal eine vernünftige Version sein. Na mal gucken, vielleicht kann ich das ja insofern nutzen, dass ich da mein Pokémon Bank für nutzen kann. Das wäre cool. Weil ich muss mir dadurch, dass ja meine Karte nicht auf 3DS geht, muss ich gucken, dass ich mir Schwarz eventuell nochmal besorge für DS, dass ich dann auch die ganzen Pokémon übertauschen kann. Hallo, das ist der Sinn dieses Spiels. Ja, aber Zwischenedition war natürlich immer so schrecklich. Ja. Für mich ist es ja ein Rollenspiel, immer nur mit den Special Sachen. Also, ey, du täuschst mit Pokémon, geil, du täuschst mit Pokémon. Und dann halt die soziale Komponente finde ich auch noch gut, also wenn ich mit euch spiele, dass ich mir dann von euch hier, also im Platin haben wir das zumindest gemacht, dass ihr mir den Platin nehmt. Du hast, mit dir habe ich das nur gemacht, weil du noch Diamant oder Perl noch extra gespielt hattest, 15 auch mal durch. Hatte ich nicht. Weil, dann war es bei. Hatte ich durchgeführt. Achso, dann war es da. Irgendwo hast du mir auf jeden Fall die. Nee, es war bei Schwarz und Weiß, stimmt. Weil du Weiß hattest. Wo du mir die fehlende Pokémon, die ich nicht fangen konnte, drüber gehandelt hast. So haben wir das gemacht. Ja. Weil du ja auch meine haben wolltest. Ja, jetzt mit Domi auch nicht machen, weil Domi hat das falsche Spiel. Ja. Schenk mir doch einfach Pokémon oder Z. Okay. Scheiße, ich muss aufpassen, was ich sage, weil du machst das bestimmt irgendwann eh. Bei Fallout hatte ich spielen. Doch, na klar, ich habe ein 3DS, warum soll ich es nicht spielen? Ich habe auch Zelda gespielt auf meinem 3DS. Das ist mein einziges Spiel, weil ich auf dem 3DS habe. Ich kauf's dir einfach gebraucht, dann ist nicht so teuer. Ja, lässt es einfach. Ich muss aufpassen, weil ich hatte bei Fallout damals schon Angst. Nee. Da war es viel zu teuer. Ich würde euch jemals irgendwas geschenkt? Sehe ich so aus, als würde ich euch was schenken? Nur beim Bus zum Geburtstag. Und dann auch immer einen Tag vorher bei Thalia gewesen. Ja, eben. Also okay. Domi, bist du wieder da? Weil ich... Warte, ich schreibe Domi mal, weil er sagt... Bitch. Find's halt auch ein bisschen unfair, wenn ich dem einen Spiele schenke und dem anderen nicht. Ja, dann kannst du Domi auch einschenken. Domi? So, geht's wieder. Hey! Domi! Domi! Audrey! Der kommt übrigens in The Witcher 3 vor. Ich weiß noch nicht, ob er als Person vorkommt. Aber an den schwarzen Brettern steht dauernd irgendwie, ja, hier sucht eine geile Bitch. Hast du schon mal erzählt. Melde dich bei Odrin und irgendwas auch mit seinem Alkoholismus. Melde dich bei Odrin. Ja, also Domi Marcel möchte uns beiden Pokémon checken. Und uns, und er hat gesagt, er erlaubt uns bis zu einem Budget von bis zu 500 Euro auch in seinem Namen Geld in Pokémon Go irgendwann mal auszugeben. Boah, voll geil. Ich hab übrigens das Event Pokémon Hooper. Was ist das? Cool. So ein Pokémon, das du halt nur über ein Event kriegst und ich hab das... Ja, was ist ein Hooper, oder wie das heißt? Was soll das sein? Ist das ein Hase? Das ist halt... Nee, das ist so ein Psychovieh und das hat so eine übelst krasse entfesselte Form. Das ist eine entfesselte Form. Mega, ja, dann ist es gefühlt 5000 mal größer. Ach, nee, das ist wie Giratina quasi. Was ist die entfesselte Form bei Giratina? Ja, bei Giratina gibt es ja die Urform und die Wandelform. Ach, Giratina, ich war gerade bei Girafari. Gerade überlegen, einmal sah das aus, also Giratina sah einmal aus wie so ein Tausendfüßler und wie sah das dann? Hat das dann nicht einfach nur gestanden? Na, das eine war die fliegende Schattenform quasi und dann das andere war halt, wo es so grau und stand, sechs Beinen. Ja, genau, und als es stand, sah es halt aus wie so ein Hundertfüßler und als es lag, sah es aus wie so ein, ja, auch halt wie so ein Käfer. Fliegender Wurm. Anderer Käfer. Nö, wie so ein Käfer. Hat ja Beine. Ein Wurm hat keine Beine. Ja.
Ja, ich bin echt gespannt auf Pokémon Go. Das Einzige, was mich ankotzt, dass ich da Treppe raus müsste, aber dann gebe ich dir irgendwann mal mein Handy mit und Marcel, bis du morgen am Alex. Ich hätte gerne einen Pizza raus und dann können wir tauschen. Stimmt! Genau, wenn es bei mir, ich hoffe, bei mir gibt es irgendwie Pokémon, von dem man ganz viele braucht. Nidorans. Oh, ich hoffe, es gibt bei mir Nidorans. Nidorans braucht jeder mindestens zwei. Wenn nicht ist und ein weibliches. Da muss ich ganz viele Evolis fangen. Nee, das wollte ich gerade sagen, unter meinem Bett gibt's ausschließlich unter meinem Bett gibt's Evolis. Ich bräuchte bitte eins, weil ich möchte einen Nachtara haben. Ich gebe dir gerne neun, aber dann musst du mir neun Pokémon zum Tausch anbieten, die ich brauche oder haben will. Wahlweise. Das Ding ist, was gibt's denn aktuell bei XY so für Pendants zu Taubsi und Radfratz? Moment. Also das eine Vogelvieh und das eine Nagetier. Naja, da muss ich mal kurz hier hin. So, es gibt im Gegensatz, ja, es gibt das Skoppel, diesen Hasen. Mit den Händen als Ohren quasi. Da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Und es gibt einen Feuervogel. Wow, ein Feuervogel? Ja, das ist cool. Ja, das finde ich sehr cool. Ja, weil, also Event-Pokémon ist ja eh nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn wir den irgendwie am Broadway, da Mewtwo, kennt ihr das aus dem Trailer, wisst ihr, was ich meine? Am Broadway, wo alle gegen Mewtwo kämpfen. Das wäre richtig assi, wenn sie es wie in SEO machen, dass nur der den Last Hit quasi macht, das Pokémon kriegt. Ey, 800 Leute stehen und einer kriegt Mewtwo. Wer hat Mewtwo? Zeig mir dein Handy! Nein, ich zeig dir mein Handy! Zeig mir jetzt dein Handy! Wer hat Mewtwo? Verprügelt ihn! Oh, dann gibt's ja dieses äußerst unkreative Pokémon, das aussieht wie ein Schlüsselbund. Geil, Niet. Klavion. Ja, heißt. Sklaventrainer? Klavion. Klavion? Sieht bestimmt aus wie Klavion. Kann sich aber nicht entwickeln. Voll doof. Wobei, also in den klassischen Editionen waren ja die einen, also ohne Evolution, die Pokémon auch ziemlich cool. Obwohl die anderen mittlerweile auch Evolution, Electek und Magma und so. Ich sage doch drin, weil wenn ich gucke, überlegen. Electek, Magma? Ja, Rosana, mehr oder weniger. Ja. Eis, Elektro, Feuer, Stecke, Lava. Also ich weiß, ich brauche auf jeden Fall einen Lapras. Ich brauche irgendwie, egal wo es das gibt, und wenn ich bis nach Norderney fahren muss. Und ja, fahren auch, heißt es auch beim Schiff. Bei X kriegst du übrigens eins geschenkt, auf Level 30. Ich muss näher ran. Ein Lapras? Ja. Ja, ich war eigentlich schon beim nächsten Pokémon, ich brauche unbedingt ein Togekiss. Ich muss immer mein Togekiss. Ich muss immer dabei sein. Mit dem ich euch so abgezogen habe. Ja, bei mir ist ja mittlerweile Standard-Pokémon entweder Nachtara oder Absol. Du mit deinen schwulen Boah, die sind mega cool. Irgendwann hatten wir mal das Thema, das Pendant zum Biss. Was ich meinte, war Kopfnuss, das sieht zurückschreckend. Ja. Deswegen. Oder Stampfer, wahlweise. Deswegen ging mir Relaxo so auf den Sack. Weil der das gemacht hat. Und ich hasse Lavados mit seinem Feuerwirbel. Aber jetzt habe ich selber. Ich bin selber so nervig. Ja gut, aber die Feuerwirbel sind ja mittlerweile nicht mal mehr so, dass du denn nicht angreifen kannst wie der ersten ja, Generation. Ja gut, aber so nervig sind Wickel, Umklammerung und diese alle heißen auch nicht mehr. Ja, also eben. Alle genervt worden. Waren einfach zu OP. Ja, vor allem Feuerwirbel. Feuerwirbel bei Lavados ja auch noch richtig Charme, das ist ja auch so eine STAB-Attacke, wie wir Profis sagen. Bap. Stab. Das sind Stechattacken. Dich hatte. Ja. In den Soße. Oh, da ist mein Headset weg. Leer könnte es nicht sein, meins ist nämlich auch angeschlossen, aber hat ja bei Domi auch geklappt, wie wir gesehen haben. Ne, alles gut. Technik, die du hast die ganze Zeit da. Müsste dann in den Soße und Auto fahren. Bot fahren.
Ja, entscheidet euch, ich will das nicht machen, lasst mich in Ruhe. Ich bin Gruppenführer. Ich könnte einfach einen bestimmen. Freiwillige oder warten, mir ist es scheißegal. Der 3DS ist schon rückwärts kompatibel, oder? Ja, an sich schon. Aber generell kann ich dir sehr wenig zum 3DS sagen, weil ich besitze ein Spiel und habe nie ein Update für mein 3DS gemacht, also. Ich bin übrigens auch sonst heiler als Todesritter. Oh, Alter, hast du mal meine Schultern? Ach Gott, ist das ein hässliches Set. Ich brauche ein anderes hohes Teil, damit ich. Hohes Teil. Damit ich den Helm vom alten Set wieder anlegen kann.